Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge 156 von Avorion. Ja, da oben haben wir noch ein Symbol, das haben wir letztes Mal nicht beachtet. Wir sprachen viel von der Handelsroute, aber das ist jetzt hier die kleine Links-Rechts-Drehgeschwindigkeit ist schlecht. Also da fehlt ein Gyroskop oder wie hieß das Ding? Ja, wenn wir dann da mal reinschauen, dann können wir das ja rein theoretisch hier noch reinbasteln, ne? Generator, Batterie, Container. Ich glaube, hier ist gar nicht sowas bei, ne? Trägheitsdämpfer, ne? Das heißt, wir müssen hier rüber und das ist das Teil, aber wir können das definitiv ja wenigstens vielleicht sogar in Blau machen. Ne, nicht in, also nicht in Trinium. Und schauen, dass wir den hier noch reinkriegen. Der würde da sein. Ich würde ihn in der Richtung höher machen. Und würde dann noch eigentlich ich habe jetzt schon so fertig gemacht und links, rechts. Das würde bedeuten, er müsste so. Dann haben wir das natürlich falsch gemacht. Dann können wir wieder das. Ne, das war schon richtig. Das wieder zurücknehmen. Und die Höhe wieder herstellen. Kostet das uns 100? Und das Symbol ist weg. Unsere Links-Rechts-Drehgeschwindigkeit ist wieder besser. Dann ist das erstmal gut. Wir haben das Handelssystem, welches uns aber hier ja nichts anzeigt, weil wir noch nicht so wirklich mehrere Sektoren entdeckt haben. So, wir haben hier Handelsposten, Reparaturdock, Ressourcen und Handelsposten. Und müssten jetzt mal schauen, wo wir hinwollen. Tendenziell hier, ne? Aber das würden wir jetzt so machen wollen. Ja, würde Sinn machen, so zu fliegen. Der Autopilot macht das schon. Wir sind wo? Da sind wir. Sind aber jetzt falsch ausgerichtet. Also wir sind schon richtig ausgerichtet, müssen nur ein bisschen rumhaben. Aber ich sehe gerade, wir schalten mal ganz schnell ins Intro und dann machen wir weiter, ne? Bis gleich. So, da sind wir zum Tor unterwegs. Der Autopilot macht das. Ja, wir hatten jetzt gerade ein bisschen ausgerüstet. Leider habe ich das vergessen umzuschalten. Wir haben das Gyroskop da eingebaut oder was das auch immer war. Können wir da gerade auch während des Fliegens reingehen. Das Ding heißt Gyrophalanx, nicht Gyroskop. Gyroskop ist was anderes. Er fliegt aber trotzdem weiter, das ist sehr interessant. Also wir suchen jetzt nach einer Handelsroute, um ein paar Punkte zu machen vielleicht, aber tja. Eigentlich könnte der das dann auch selber machen, ne? Wenn wir das finden, ne? Dann kann das der Autopilot ja machen, oder? Müssen wir mal schauen, was wir so entdecken oder nicht entdecken. Eigentlich brauchen wir da gar nichts finden, sondern wir können da ja so einen Bereich abstecken. Müsste eigentlich so sein. Lass uns erstmal ins nächste Dingens hier springen, in den nächsten Sektor und dann gucken wir uns das da an. Ja, der fliegt jetzt durch und unser Hauptschiff haben wir auch noch nicht besucht. Das wollen wir dann auch noch machen, damit wir da auch noch weiterkommen, ne? Ja, wir haben so viele Schiffe, da weiß ich schon gar nicht mehr, welches wo ist. Und wahrscheinlich machen die auch nichts. Das ist das nächste Problem. Man muss so viel da tun, ne? Das ist schon schwierig. Jetzt gucken wir erstmal hier rein. Waffenfabrik, Ressourcendepot, Solarkraftwerk, Mineral, Gas, Gas, Kollektoren. Also hier war jetzt auch nicht so unser Ziel, ne? Ja, ich denke, wir fliegen schon jetzt hier weiterhin. Das war ja wieder hier und dann da. Und kann der Autopilot machen und wir gehen auf die Karte. Und gucken mal, wo unser Hauptschiff ist. War es das? Craft. Erkunden, Albatros, ja, Craft war doch unser Hauptschiff, oder? Oder war es der Traveler? Gute Frage, ne? Kann man das irgendwo vernünftig sehen? Nee, ne? Erstmal hier raus, dann da rein. Ne, da nicht rein. P war es. Hier rein und dann. Discover das? Nee, ne, oder? Da haben wir die Lady. Der Traveler war es, ne? Crew bezahlen. Hier sitzen wir gerade drinnen.
Und dein Traveler. Haben wir den eben gesehen? Wo ist der Traveler? Da oben ist er. Okay, er springt schon mal in den nächsten Sektor, unser Autopilot. Ich sag jetzt, hier ist gar nichts, ne? Auch sehr schön. Aber hier gibt es den weiten Sprung, den wir dann nutzen, um über diesen Riss zu kommen. Der fliegt, das ist schon mal gut. Ach, das ist gar nicht so weit weg, das Tor. Okay. Aber wir sollten schauen, dass wir jetzt vielleicht mal... Ja, eigentlich bin mir nicht sicher, was wir da jetzt machen. Wir bleiben noch mal einen Sektor hier dran. So, komm, flieg ins Tor. Bist gerade drauf zufliegend. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Jetzt korrigiert er nochmal, damit er zentral reinfliegt, ne? Ist schon krass. So, ja, die Mine sieht ganz cool aus, oder? Ja, los, jetzt weiter hier. Wollen wir sehen. So, einmal N. Hier gibt es keine Ausrüstungsdocks mehr. Das kann jetzt nicht sein, oder? Ist die Frage, ob wir was anderes hier finden. Was für uns von Bedeutung sein könnte, ne? Ist da was? Nee. Also, da ist schon was, aber... Ich kann diesen Asteroiden nicht einnehmen, wenn es einer wäre. Ne, ups, da wollte man nicht drauf schießen, ne? Aber hat er sogar getroffen. Ist das einer? Ne. Ich glaube, hier ist nicht wirklich was zum Einnehmen, ne? Ja, hier sind sehr viele Sachen, aber nicht die, die ich brauche. Ist das da was? Auch nicht wirklich. Hier zwischen den Minen noch eine zu finden, ist auch wieder sehr unwahrscheinlich, ne? Okay. Das ist alles neutral hier, ne? Jetzt lass uns doch mal gucken. Wir müssen auch hier handeln können, ne? Verkaufen, handeln. Linksklick, um Zielgebiet auszuwählen. Das sieht doch erstmal ganz gut aus, oder? Gefahr, Hinterhalt 0%. Gesamtzahl Güter 0. Profit, Flug 0. Also hier können wir zwar was machen, aber es bringt uns nichts, oder? Wähle ein anderes Gebiet für den Befehl. Gebiet verändern. Ach, das ist kein Händler, dann kann er das nicht. Wow. Das ist schon mal schlecht, ne? Was kann der denn? Das ist ein Bergmann halt, ne? Aber da komme ich auch nicht mit weiter, mit so einem Bergmann, der jetzt hier... Springen wir da mal hin, oder? Sprungroute wird berechnet. Hier können wir jetzt mal fertig berechnen. Gibt es doch gar nicht, dass die Sprungroute jetzt nicht berechnet wird, oder? Krass. Wann kommt denn jetzt der Jingle, dass er die berechnet hat, hä?
Geht nicht mehr, ist kaputt. Das ist aber komisch jetzt, oder? Ja, dann geht das halt nicht. Dann werden wir das anders machen, wenn wir das machen. Dorthin fliegen. Und das soll der Autopilot machen. Und der fliegt jetzt tatsächlich da unten irgendwo hin. Zu dem Tor. Ne, da unten ist schon richtig. Sprungroute berechnet. Komm, dann jetzt. Ach, nicht, dass das. Backspace war's. Und Hyperraum aufladen und dann dahin springen, ne? Dann gucken wir doch noch dahin. Warum das so lange gedauert hat, weiß auch keiner, ne? So, und ich weiß auch nicht, was da uns erwartet. Da war halt nur so ein gelber Fleck, ne? Oder welche Farbe der auch immer hatte. Was haben wir denn hier? Ein Friedhof? Schrottplatz, genau so ist es. Jetzt wäre die Frage, ob hier auf dem Schrottplatz Sinn machen würde, eine Lizenz zu kaufen und hier gerade was auszubuddeln. Schrottplatz. Wo ist denn das Teil da? Guten Tag, Sie sprechen mit dem Automatenantwortsystem Schrottplatz BE. Was brauchen Sie? Schrottplatz, Crew erneuern, schwarzes Brett. Schiffswerft. Achtung, du bekommst Crewentürme nicht erstattet. Schiff verkaufen. Abwracklizenz kaufen. Geht auch. Ich würde mal sagen, wir kaufen mal jetzt hier gerade so 15 Minuten oder was. Aber bevor wir das machen, sollten wir vielleicht schon in der Nähe eines Schiffs sein, ne? Und wir müssten dann natürlich auch noch gucken, dass wir einen Abwracker haben, sonst bringt uns das ja auch nicht weiter. Fliege doch mal hier in die Nähe. Jetzt gucken wir mal hier gerade rein. Weil wir haben ja Bergbaugeschichten nur, ne? Bergbau, 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 Verteidigung, Reparatur. Aufbereitender Bergbau, Nobelkanone, Langzeit-Vierfach-Shooter, Lenkraketenwerfer, Railgun, Anti-Ruinierer, okay. Bergbau, Plasma, Distanz-Duo. Haben wir gar nicht, oder was? Geschütz, Bergbau, Raketenwerfer, Bergbau. Ja, schade. Ja, ich glaube, das war's dann wohl, ne? Was ist das denn hier? Eingebaute Schütztürme als Favoriten markieren, okay. Ja, und das, was wir haben, sind da leider keine Abwracker. Wir haben gar keinen Abwracker hier. Auch sehr cool, oder? Gut, dann ist die Geschichte schon erledigt. Dann macht es keinen Sinn hier irgendwo. Ja, kannst du da hinspringen, ne? Das wäre jetzt eine coole Idee gewesen, hier so ein Teil zu haben, um dann abzuwracken, ne? Aber leider sind keine Abwracker da. Nächste Frage ist dann, ob der passende Abwracker dann dabei wäre, den wir brauchen dafür. Sprungroute wird wieder ewig berechnet, oder wie sehe ich das? Na, jetzt ging es aber ein bisschen schneller. Naja, dann schauen wir mal, dass wir weiterkommen, weil hier kommen wir ja nicht weiter. Okay. Gucken wir da rein, was da gibt in dem Sektor.
Aluminium, Blei, Blei, Edel, Aluminium, Ressourcendepot. Es gibt hier keine, sag schon, keine vernünftigen Ausrüstungsdocks. Kann ich mit dem da einfliegen? Ja. Dann machen wir das mal. Hey, M weg und N weg. Jetzt fliegt er da hin, glaub, oder? Das ist ja mal richtig doof, oder? Ja, kommen wir jetzt auch nicht anders mit klar. Ausrüstungsdocks AD, ne? Hier gibt es keine in der Ecke. Aber muss es eigentlich geben. Komm, mach den aus, es dauert mir zu lange, bis er dahin fliegt. So, da rein und fertig, ne? Nicht lange fackeln. Auf geht's. So, wollen wir hoffen, dass wir im nächsten Sektor was finden jetzt. Das ist schon ein bisschen doof, dass wir keinen Ausrüstungsdock hier haben. Aber nächster Punkt wird sein, die sagen dann mir, sie dürfen nicht mit uns handeln. Was natürlich ist, wir haben auch wieder hier gar nicht geguckt mit dem hier, ne? Gibt's auch keine Handelsrouten und sowas wahrscheinlich. Ja, Bier gibt's hier. Oder wollen sie haben? Gucken wir mal rein. Schiff, Frachter, Kreuzer, Habitat. Toll. War es jetzt auch nicht, ne? Ne, das war schon richtig. Und dann kann ich wohin springen? Kann ich nicht da einspringen? Oder doch? Ne, da gibt es wohl keine Verbindung hin. Da muss es doch hier irgendwo aber noch ein Feld geben, wo wir hin könnten, wenn, oder? Vertue ich mich da? Nach da geht's ja. Und nach da geht's auch. Aber warum geht's nicht nach da? Komisch. Okay, er lädt den Hyperraum schon mal auf und fliegt dann dahin. Das ist schon mal gut. Schauen wir mal, was da ist oder ob da überhaupt was ist. Hier ist nichts. Wo ist denn bitte schön dann dieses Tor? Es kann ja nur dann da sein, oder? Da unten ist es. Einmal Hyperraum neu aktivieren. Aber hier ist auch nichts. Und da kann man nicht hin, oder? Ja, da weiß ich nicht, wie man da hin kann. Komisch. Durch das Zeitgefüge da war wahrscheinlich die Verbindung zu dem Teil da, wo ich hin wollte, nicht gegeben. Kann das sein? Springen wir da nochmal hin, in der Hoffnung, dass unser Antrieb das alles so mitmacht. Dass wir noch oft genug springen können, ne? Ja, komm, dann mal dahin, weil da ist nichts angebunden. Sprungroute wird noch berechnet. Warten wir es ab, jetzt ist er berechnet, jetzt können wir springen. Schauen wir mal, was im nächsten Sektor ist. Tja, der Sektor musste so stark berechnet werden, dass nichts drin ist. Eine Schiffswerft.
Man kann hier auch nicht gerade rüber, das ist auch so ein Problem, ne? Also erstmal abkühlen müssen wir jetzt. Okay. Sprungroute muss aber auch berechnet werden. Obwohl hier ja jetzt gerade ein Sektor ist, wo vielleicht auch ein Asteroid sein könnte, oder? Hier sehe ich aber gerade keinen. Hier war es, ne, ne? Das ist ein Schiff oder war es eine Station? Keine Ahnung. Hier sehe ich aber auch nichts. Leider kein Asteroid dabei. Nicht wirklich was dabei. Sprungroute wird noch berechnet, das ist schlecht. Jetzt ist sie berechnet endlich. Dann mal auf. Hyperraum-Sprungziel. So, neuer Sektor, neues Glück. Schauen wir mal. Aber da wird auch nichts sein, würde ich jetzt sagen. Versuchen wir im Hauptmenü F5, F6 oder F9 zu drücken. Sehr interessant. So, schauen wir mal rein, was hier gibt. Ein Schrottplatz wieder. Kann man hier was abbauen und trotzdem was rauskriegen, wenn man die so kaputt schießt? Nee, ne, ich glaube, das kann man nur mit Abracker. Bringt mich jetzt nicht weiter, oder? Gut, ich würde mal sagen, wir schauen mal zu, dass wir hier hochkommen irgendwie. Aber wir kommen, hier gibt es keinen Weg über diese Spalte. Das ist aber richtig doof. Ist das der Ring schon? Das ist schon der Ring. So ist es. Alles klar. Ich dachte, das wäre so mittendrin. Ist es gar nicht. Dann weiß ich Bescheid. Alles klar. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ist unser nächstes Ziel erstmal dahin, um dann zu gucken, dass wir hier irgendwo einen Ausrüstungsdock kriegen. Aber ja, wir können ja gerade noch mal eins suchen, ne? Ah, da ist eins. Dann fliegen wir dahin. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch über die, wenn ihr das nächste Mal, ja, gut. Fangen wir nochmal von vorne an. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.